Hallo meine Lieben, heute gibt es einen Tag und zwar den Charakter-Tag. Einige von euch, also die meine Videos schon was länger verfolgen, sollten meinen Charakter vielleicht schon ein bisschen kennen, aber ich dachte, vielleicht ist das trotzdem interessant und ich habe hier auf meinem Handy die Fragen und ich würde sagen, ich fange einfach direkt an. Und zwar lautet die erste Frage, bist du bei fremden Personen schüchtern? Es geht. Also ich kann zum Beispiel Leute auf der Straße ansprechen und nach der Uhrzeit fragen oder nach dem Weg fragen, da bin ich nicht schüchtern. Und wenn ich nicht alleine bin, bin ich sowieso nicht so schüchtern. Aber wenn ich alleine bin und zum Beispiel in eine Gruppe von 9 Leuten komme, dann halte ich mich immer schon ziemlich zurück und warte, dass die Leute halt auf mich zukommen. So, dann die zweite Frage. Gibst du Obdachlosen Geld? Ja, ich gebe Obdachlosen sogar gerne Geld. Allerdings finde ich es nicht so gut, wenn Obdachlose so drauf sind, dass sie echt nur Geld haben wollen. Deswegen gebe ich auch oft zu trinken oder essen. Und ja, ich freue mich halt, wenn die sich freuen und deswegen bekommen die was von mir. So, jetzt mein Handy ausgegangen. Die dritte Frage, bist du vertrauenswürdig? Also ich würde schon von mir sagen, dass ich vertrauenswürdig bin. Ich hoffe, ich mache euch gegenüber auch den Anschein. Wenn mir jemand irgendwie ein Geheimnis erzählt oder so, fällt es mir natürlich teilweise auch schwer, das niemandem mitzuteilen. Aber ich halte das ganz gut durch und ich glaube schon, dass man mir viel anvertrauen kann. Dann die nächste Frage. Setzt du dich in irgendeine Organisation ein oder spendest du Geld? Nein, das tue ich nicht. Ich finde, die Organisationen nehmen viel zu viel Geld weg von dem gespendeten Geld und behalten es für sich selber. Und es kommt halt nicht alles da an, wo es ankommen soll. Das ärgert mich halt, deswegen spende ich da auch kein Geld. Und ja, ich finde halt auch, dass man lieber erstmal vor Ort bei sich helfen sollte, anstatt jetzt irgendwie für andere Sachen Auslands oder so zu spenden. Das ist natürlich auch wichtig, aber ja, ich mache es nicht. So, dann Frage 5. Worauf legst du in deinem Leben am meisten Wert? Also ich kann, glaube ich, nicht eine Sache sagen, wo ich den meisten Wert drauf lege. Aber natürlich lege ich erstmal den größten Wert auf meine Familie und auf meinen Freund und auf die Gesundheit dieser Personen. Dann kommen natürlich meine Freunde. Und abgesehen von Gesundheit und von den Personen, finde ich es ganz wichtig, dass man sich irgendwie Ziele im Leben setzt oder sich irgendwas vornimmt und die dann auch versucht zu verwirklichen. Das finde ich sehr wichtig. Und außerdem lege ich großen Wert auf mein äußeres Erscheinungsbild, weil ich es einfach selber auch nicht mag, wenn mir jemand Ungepflegtes gegenübersteht. Und deswegen habe ich auch fast immer einen Kaugummi im Mund, weil ich Angst habe, dass ich Mundgeruch habe und das dann total unangenehm wäre. Ja. Und die nächste Frage ist dann, glaubst du, dass du gut teilen kannst? Ja, ich kann auf jeden Fall gut teilen. Das wurde mir eigentlich schon von Kindheit an beigebracht und ich übertreibe es meistens auch nicht. Also ich sehe auch immer zu, dass genug für mich übrig bleibt. Aber ich teile auf jeden Fall gerne. Dann die nächste Frage. Wenn du etwas verschenkst, wie sehr machst du dir darüber Gedanken, dass das passend sein könnte? Das finde ich sehr wichtig, weil mir das selber auch schon oft passiert ist, dass mir was geschenkt wurde, was mir nicht gefallen hat. Und dann finde ich, ist das immer eine ganz unangenehme Situation für beide Parteien. Für mich, weil ich will es natürlich meinem Gegenüber nicht zeigen und nicht sagen und spiele dann einen vor, dass es mir gefällt, aber der andere merkt es wahrscheinlich und ja, mag ich nicht, deswegen achte ich auf jeden Fall drauf und ich finde es auch wichtig, immer irgendwas Persönliches zu schenken. Das mag ich persönlich auch sehr gerne. So, nächste Frage. Gibst du bei Streitigkeiten problemlos auf oder musst du eher das letzte Wort haben? Ich glaube, ich bin eher so ein Kandidat, der das letzte Wort haben muss, wobei es auch immer darauf ankommt, worum es geht und mit wem ich mich streite. Wenn ich natürlich selber will, dass der Streit schnell vorbei ist, dann halte ich auch einfach mal meinen Mund. Aber sonst bin ich eher schon so drauf, dass ich immer wieder noch einen drauflege und immer weiter rede und weiter diskutieren will. Und ja, das gefällt auch nicht jedem. Dann gehen wir weiter und zwar die nächste Frage ist, bist du ein kreativer Mensch mit vielen Ideen? Ja,
Früher als Kind war ich sehr kreativ. Da bin ich immer ganz früh morgens aufgestanden und habe irgendwie selber irgendwelche Spiele erfunden und keine Ahnung, alles gemacht. Ich hatte auch Kunst als LK, also ich glaube schon, dass ich kreativ bin und viele Ideen habe. Aber ich weiß nicht, ob ich die immer dann so umsetze oder. Aber im Allgemeinen würde ich schon sagen, dass ich kreativ bin. Mir macht das auch Spaß, also Sachen. Dann nächste Frage. Interessierst du dich für zum Beispiel Kunst oder andere Kulturen? Also ja, ich interessiere mich für Kunst und würde auch echt gerne mehr Zeit damit investieren, als ich im Moment tue. Aber irgendwie fliegt das Leben im Moment an mir vorbei und keine Ahnung. Aber das finde ich sehr interessant. Und andere Kulturen interessieren mich auch, manche mehr, manche weniger. Ich finde, da kann man viel draus lernen. In anderen Kulturen kann man schön Urlaub machen und man kann lecker essen gehen. Also andere Kulturen sind gut. Frage 11. Bist du spontan oder überfordern dich ungeplante Situationen? Ich bin sehr spontan, mein Freund zum Glück auch. Ja, wir machen ab und zu mal ganz spontan irgendwelche Reisen oder keine Ahnung, alles Mögliche. Ich mache lieber was ganz spontan, anstatt es irgendwie wochenlang zu planen oder so. Dann, ich finde, das macht einfach viel mehr Spaß und dann hat man jetzt Lust drauf und finde ich gut. Ich finde es sehr gut, wenn man spontan ist. Und die vorletzte Frage, worüber denkst du am meisten nach? Ich bin eigentlich nicht so ein Grübelkopf. Ich denke, worüber denke ich denn am meisten nach? Also wenn ich halt irgendwie im Moment, also so ein aktuelles Problem oder irgendwie sowas, aber im Moment habe ich eigentlich gar nichts. Uni vielleicht halt, wenn man eine Klausur schreibt oder irgendwas nicht so gut läuft. Aber sonst, ich habe kein Thema, wo ich im Moment sehr tiefgründig drüber nachdenke. Und dann sind wir auch leider schon bei der letzten Frage und die lautet, hast du Ängste? Und ja, ich denke mal, jeder Mensch hat Ängste und ich habe natürlich auch die ein oder andere Angst. Das fängt bei so eher banalen Sachen an, wie dass ich nicht gerne im Dunkeln alleine bin oder dass ich es nicht so gerne mag, wenn ich ganz eingeengt bin. Und ja, natürlich habe ich auch Angst, dass irgendwie ich oder einer meiner Familie oder Freunde irgendwie eine schlimme Krankheit bekommt oder dass ich nicht an einem natürlichen Tod sterbe oder so. Ja, das sind halt Ängste, aber ich denke, die haben sehr viele. Und ja, das war es auch schon mit dem Tag. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ihr habt hoffentlich jetzt noch mehr über meinen Charakter kennengelernt. Und wenn ihr weitere Ideen für Tags oder allgemein Videos habt, könnt ihr mir das natürlich super, super gerne in die Kommentare schreiben oder mir in Facebook eine Mail oder an die Pinnwand posten oder wie ihr es gerne möchtet. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich glaube, das habe ich gerade eben schon gesagt. Und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder und ihr schaltet alle wieder ein, hoffe ich. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis dann. Tschüss!